Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein neues Color-Shampoo am Wickel. Und zwar Garnier Natural Beauty mit Arganöl und Cranberry. Es handelt sich hierbei um eine Tiefenpflege für koloriertes oder gesträhntes Haar. Und hat keine Parabene und enthält natürliche Extrakte und riecht göttlich. Es riecht einfach nur göttlich. Es riecht wirklich, wirklich toll. Eins der wenigen Shampoos, die meines Erachtens auch mal ein wenig Konkurrenz für Herbal Essences darstellen. Das soll schon was heißen. Wie gesagt, toller Geruch. Ich bin bei dem Shampoo bezüglich meiner Erfahrung ein wenig hin und her gerissen. In der ersten Woche hat es mir gut gefallen. Die Haare waren unglaublich weich, fühlten sich toll an, rochen super. Gut, der Duft bleibt jetzt nicht so lange im Haar. Aber eine gewisse Zeit ist okay. Zweite Woche. Horror. Absoluter Horror. Meine Haare sahen nach dem Waschen sofort aus wie nicht gewaschen. Absolut sofort. Schwupp. Kaum Luft getrocknet, sofort. Fettig. Hä? Wie jetzt? Liegt wohl am Öl. Ich weiß es nicht. Habe ich das Öl nicht vertragen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine weitere Pflege benutzt. Keine Spülung, nichts. Habe nichts weiter benutzt. Ungefähr nach 3,5 Wochen hat es sich jetzt so entwickelt, dass mein Haar mit dem Shampoo ganz gut klarkommt. Ich werde es aber definitiv nicht nachkaufen. Ich meine, es ist etwas dickflüssiger als andere Shampoos, die ich habe. Dadurch kann man super dosieren. Man braucht auch wirklich nur wenig davon, ist also sehr ergiebig. Aber ich schwanke zwischen, es fühlt sich manchmal beim Duschen nicht gereinigt an und zwischen, es fettet zu schnell nach und gleichzeitig trocknet es mir die Spitzen aus. Ja, sag mal, ich weiß nicht, ob mein Haar sich nicht entscheiden kann, was es von dem Shampoo hält oder ob das Shampoo einfach in Wirklichkeit Überraschungsei heißen müsse, weil es jeden Tag anders auf meine Haare wird, verdammt nochmal. Das kann es doch nicht sein. Habe ich ja noch nie erlebt. Ich vermute sehr stark, dass es damit zusammenhängt, wie viel man dosiert. Ich habe sehr, sehr stark die Vermutung, dass es mit der Dosierung zusammenhängt und dass man sich da doch sehr leicht vertun kann und dass man möglichst nur wenig davon nimmt. Ich meine, man nimmt ja sowieso möglichst nicht zu viel Shampoo, weil man sonst überpflegt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich sofort rächt, wenn man nur einen Hauch zu viel genommen hat. Vermute ich nur. Oder wenn man zu wenig nimmt, dass es sich genauso rächt. Ich kann es nur vermuten. Anders habe ich einfach keine Erklärung dafür, dass dieses Shampoo jeden Tag irgendwie oder jede Woche mit der Zeit auf meine Haare anders wirkt. Das habe ich noch nie bei einem Shampoo gehabt. Keine Ahnung. Habt ihr dieses Shampoo ausprobiert? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Würde mich mal interessieren, weil ich finde bei mir einfach keine Erklärung. Ich habe es gehabt. Sogar von euch, ich hatte mir damit 2 Stunden vorher die Haare gewaschen und es hieß dann unter dem Video, deine Haare sehen fettig aus. Ja, sorry, ich teste Produkte, ne? Kann ich nicht ändern. Wenn es so ist, dann ist es so, ne? Anderes Video, wieder selbes Shampoo, deine Haare sehen toll aus. Was soll man da sagen? Ich weiß es nicht. Also es ist wirklich verrückt mit dem Shampoo. Ich werde es mir nicht nachkaufen. Ich finde zwar, dass es einen schönen Glanz macht, aber Farbschutz habe ich jetzt so nicht festgestellt. Aber wie gesagt, dieses Hin und Her, dieses Lottospielen, da habe ich keinen Bock drauf bei einem Shampoo. Ich möchte, dass wenn ich ein Shampoo habe, es dauerhaft ein gutes Ergebnis liefert, wenn es geht. Aber das hat mir so das nicht gebracht. Ich meine, gut, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt zwingende Spülung benutzen muss. Das liegt wahrscheinlich an dem Arganöl, was schon enthalten ist. Dennoch war das Durchkämmen nur mittelmäßig. Also ich würde, es gibt auch eine passende Spülung dazu, die habe ich jetzt nicht ausprobiert. Vielleicht wäre es mit der im Kombi anders. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es ja einer von euch in Kombi benutzt. Habt ihr da einen Unterschied festgestellt? Wenn ja, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, damit ich da vielleicht ein bisschen schlauer bin. Vielleicht ist ja wirklich der Fehler, dass ich keine Spülung benutzt habe dabei. Nun denn, so viel von dem Mystical Überraschungsei-Shampoo und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!